Grüß Gott und herzlich willkommen live aus der Landsberger Straße 88. Hier ist Europas Reisesender Nummer 1, hier ist Sonnenklar TV. Und ich meine, Sie haben es ja in allen Gazetten lesen können, oder? Wir haben heute prominenten Besuch und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam kochen und natürlich uns so ein kleines bisschen über Reisen unterhalten werden. Nadia Abdel-Farrak, grüße dich, Nadia. Ja, servus, grüß dich. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, das ist definitiv richtig. Heute habe ich dir was mitgebracht und zwar... Na, warte. Es ist was Kleines, aber was Leckeres. Überraschungsei. Arabia. Avocado, Zucchini und. Lass dich einfach überraschen. Lassen Sie sich überraschen? Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Du hast ja hier schon so ein kleines bisschen an dem, genau, an dem Thunfisch rumgezuzelt. Genau, ne? Vorbereitet habe ich alles schon geschnappt. Ja, weil wir haben zu wenig Zeit. Deswegen fange ich jetzt am besten mal an. Ne? Du fängst auf jeden Fall an. Genau. Ja, das ist gar kein Thema. Also wie gesagt, wie man Ei ins Glas haut, brauchen wir definitiv live natürlich nicht zu zeigen. Aber liebe Zuschauer, wir starten gleich ein ins erste Angebot des heutigen Tages. Und das ist Dauerplatz Nummer 1 die letzten Tage gewesen. Unter den Top 3 seit mittlerweile rund 10 Tagen. Es ist die MSC Splendida. Ich gebe es mal ganz kurz eben in Kürze und Würze weiter. Wir starten in Deutschland, gehen rüber nach Dubai, haben dort im Endeffekt die Einschiffung auf der Splendida. Dort gibt es eine Balkonkabine, das Premium All-Inclusive Getränkepaket, also Marken Getränke rund um die Uhr, so viel Sie gerne hätten. Und nach einer Woche, wenn alle anderen wieder nach Hause fliegen, haben Sie die Möglichkeit, dann direkt nochmal den Flieger zu besteigen, weiter nach Phuket zu fliegen. Dort erwartet Sie dann das Khao Lak Emerald Beach Resort and Spa mit dem Upgrade auf Halbpension-Surfing. Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Bist du wahnsinnig. Du redest noch schneller als ich, du. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz neuer Vertrag. Ich werde nach Worten bezahlt. Habe ich noch nie. Noch nie. Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich denke mal, das ist mir zu eng, weil so viele Menschen und dann immer so zwei Tage auf so ein Kreuzfahrtschiff und dann kommst du nicht runter. Ach doch, da kommst du schon runter. Ich merke gerade, du musst das wirklich mal machen. Jeder hat sein eigenes Fleckchen, was er für sich findet. Okay, ja. Du hast deine Balkonkabine, fährst in die wunderbaren Häfen ein, zum Beispiel in Dubai. Ja, sitzt auf deiner Balkonkabine, lässt dir was Leckeres zu trinken bringen. Oben tummelt sich alles an Deck und du bist alleine mit dir selbst, mit deinen Gedanken. Du kannst es echt schmackhaft machen, aber ich habe immer noch dieses Titanic-Syndrom, weißt du? Da warst du doch gar nicht auf der Welt. Ja, und ich meine, von den Filmen und deswegen habe ich immer ein bisschen Angst. Aber ich meine, also, wenn du es mir mal zeigst, warum nicht? Wenn ich es dir mal zeige? Ja, ja, dann, dann machen wir das doch zusammen, oder? Ja, aber dann die kurze Variante. Wir machen die Eintageskreuzfahrt, ganz genau, mit Nadia. Liebe Zuschauer, Sie wissen ja ganz genau, das Angebot ist auch noch sehr, sehr kurzfristig zu buchen. Das heißt also, umschwinden hier die Kabinen, weil wir eben nur die Balkonkabinen haben und auch bitte nicht mehr anrufen für Innenkabinen. Hatten wir noch nie, werden wir auch nicht reinbekommen. So manch einer ruft ja an und sagt, Moment mal, gibt es hier die Möglichkeit auf eine Innenkabine? Ist das dann auch ein bisschen günstiger? Nein, haben wir nicht, kriegen wir nicht. Der Preis liegt bei 2.199 Euro und hier sind die Bilder. Herzlich willkommen auf der MSC Splendida. Ein Schiff, das Ihnen einen Urlaub voller Glanz und Wärme verspricht. Entspannen Sie auf dem großen Sonnendeck mit vielen Rückzugsmöglichkeiten oder in einem der Whirlpools im lichtdurchfluteten Innenbereich. Lassen Sie sich begeistern vom Atrium mit seinen gläsernen Aufzügen und den glitzernden Swarovski-Steinen. Schlafen Sie in Kabinen mit elegantem Design und wunderbarer Behaglichkeit. Lassen Sie sich im original balinesischen Spa verwöhnen und wählen Sie aus bis zu 20 verschiedenen Massagen Ihren Favoriten. Frönen Sie dem Dolce Vita unter dem funkelnden Lichterhimmel der aus Stein gebauten Piazza. Genießen Sie am Abend die Kulinarik in einem der 6 Restaurants. Staunen Sie im dreistöckigen Theater über Shows im Broadway-Stil. Oder lauschen Sie großartiger Live-Musik in einer von 21 Bars und Lounges.
Die MSC Splendida. Ein Schiff für Ihre unvergessliche Kreuzfahrt. Ein Meer aus Sand trifft auf zerklüftete Gebirge und fjordartige Landschaften. Märkte mit traditionellen, handgearbeiteten Schmuckstücken auf eine glitzernde Metropole. Erleben Sie den Zauber des Orients auf einer Kreuzfahrt, kombiniert mit einem Badeurlaub in Thailand. Das perfekte Urlaubsglück mit tollen kulinarischen Extras und einem privaten Balkon über Meer. Sie brauchen sich nur in den Flieger nach Abu Dhabi setzen. Alles andere organisieren wir. Nach Ihrer Landung in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden Sie schon an Bord der MSC Splendida in einer schicken Balkonkabine erwartet. Erstes Ziel Ihrer Kreuzfahrt ist Sir Bani Yas Island. Die Insel ist das größte Naturschutzgebiet der Emirate und Heimat unzähliger Tiere und Pflanzen. Am folgenden erholsamen Seetag können Sie Ihr Premium All-Inclusive-Getränkepaket in vollen Zügen auskosten, bevor Ihr Schiff Sie nach Maskat bringt. Eine der Sehenswürdigkeiten ist die große Sultan Qaboos Moschee, weltweit eine der größten ihrer Art. Nicht minder beeindruckend sind das Royal Opera House und der Sultanspalast im alten Teil Maskats. Wieder gen Norden heißt Ihre nächste Station Khor Fakkan, an der Ostküste der Vereinigten Arabischen Emirate. Das kahle Hadjar-Gebirge prägt das Umland der Stadt und das benachbarte Fujairah. Exotische Früchte aller Art findet man auf dem Masafi Friday Market. Die nächsten beiden Tage liegt Ihr Schiff in Dubai. Hier scheinen die Superlative grenzenlos. Traditionell zeigt sich die Megametropole in den Souqs der Stadt. Der Duft fremder Gewürze weist Ihnen den Weg. Modern und spektakulär präsentiert sie sich mit dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Am besten Sie buchen sich ein Ticket für den späten Abend und staunen, wie Dubai sich in ein Glitzermeer verwandelt. Zurück in Abu Dhabi gehen Sie von Bord der MSC Splendida und steigen in den Flieger nach Thailand. Jetzt erwarten Sie die Traumstrände des Königreichs und ein entspannter Badeurlaub im ruhigen Khao Lak. Dort möchte Ihnen eines unserer beliebtesten Häuser, das 4-Sterne Khao Lak Emerald Beach, unvergessliche Tage im tropischen Paradies bescheren. Zwei Pools, davon einer mit Meerblick, machen Ihren Badeurlaub perfekt. Inmitten dieser üppig grünen, von Lagunen durchzogenen Gartenoase gestalten sich die Nächte in Ihrem geräumigen Doppelzimmer ruhig und komfortabel. Ein kleiner Spaziergang führt Sie an das üppige Frühstücksbuffet. Wir wollen Sie bestens verpflegt wissen. Deshalb gibt's von uns ein kostenloses Upgrade auf Halbpension. Ulf jedenfalls hat es sichtlich genossen. Badeurlaub in Thailand und eine Kreuzfahrt entlang arabischer Küsten. Kulinarische Extras und ein privater Balkon über Meer. Das ist das perfekte Urlaubsglück. Zucchini. Ich finde das genial, dass du den Nagellack direkt zucchinifarben ausgesucht hast. Das ist fast. Lackierst du dir immer die Nägel passend zu dem, was du kochst? Das ist Zufall. Guck mal hier, Zucchini, ja, da abgeschnitten. Und dann, ich wollte alles schon vorbereiten. Schön, warte mal, ich habe schon angeschnitten. Das macht doch nichts. Das ist keine Quantenphysik. In einer V-Form, aber vor. Oh, die Messer, ihr habt ja scharfe Messer. Sag mal, kann das sein, habe ich das richtig gesehen? Ich habe ja so ein kleines bisschen recherchiert. Ich betreibe ja investigativen Journalismus. Okay. Kann das sein, dass du 2003 oder sowas ein Kochbuch geschrieben hast? Ja. Der Inhalt? Nadels Kochbuch. Ja. Das war 2003. Also da habe ich, Hälfte war Arabisch. Ja.
Und die andere, das war so international eben halt. Von deutscher Küche bis internationale Küche. Und bin ja auch ganz ehrlich, also das ganze Kochbuch habe ich natürlich nur, ich habe nicht die ganzen Gerichte gemacht, ich habe davon fast die Hälfte gemacht, also das waren meine Rezepte und das andere war eben halt, ja, von einer gewissen Zeitung, die haben das denn da so reingelegt. Also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, das wären Erlebnisse deiner Reisen oder im Endeffekt irgendwelche begleitenden Gerichte gewesen, die du, mit denen du irgendwas im Leben verbindest. Ja, nur dieses Arabische, was ich gemacht habe und dann eben halt so, glaube ich, 10 Gerichte, die Deutschen, eben halt so Deutsch, Österreichisch, Schweiz. So wie Schnitzel und sowas Deftiges und manchmal auch sowas. Ach komm, ich hab gedacht, das wäre nur irgendwie Salatblättchen und ein bisschen so ein Blättchen Feldsalat und so, boah, bin ich satt. Da bin ich kein Fan von. Also jetzt nicht die abends isst, am besten so Thunfischsalat oder irgendwie, nee, also ich brauche schon, abends muss es bei mir warm sein. Ich bin am Tage, esse ich mal hier und mal da ein bisschen, aber es muss warm sein, es muss warm sein. Ich bin ein Abendesser. Ja, das glaubt mir ja keiner. Ja, doch, das bin ich auch berufsbedingt. Das glaubt mir ja wieso wieder keiner. Ja, komm. Doch, die haut wirklich rein. Ja. Ich kann das von gestern Abend bestätigen. Ja. Das ist tatsächlich so. Das war la grande. Ja, komm, aber ich bin ganz ehrlich, ist ja in Ordnung. Gesegneter Appetit, der gehört ja auch mit dazu. So, jetzt haben wir die Splendida Emerald Beach Resort. Wie gesagt, 173302, so lautet die Bestellnummer für unser Angebot. Kreuzfahrt trifft auf Badeverlängerung in Thailand. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt sind wir so ein bisschen im arabischen Raum. Jetzt haben wir Marokko. So, pass auf. Ja, wir haben Marokko. So, pass mal auf. Jetzt ist natürlich North African hier, was ich jetzt heute koche. Ja. Also du musst das ein bisschen auseinander. Dann kommt am besten, du machst mal den Anfang hier. Olivenöl, ganz wichtig. Das musst du... Gelernt. Bitte schön. Träufeln? Ja. Ja, du hast also keinen Bock. Okay, dann mach ich. Ach, soll ich träufeln? Ja, aber weil mir jetzt ist es noch nicht fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Du machst Uno und dann ich mach die zweite. Ich träufel. Ja, genau, damit sich das auch... Warte mal, herzlich willkommen im Max Inzinger Kochstudio. So, ich bin wie ein überragender Träufler, oder? Ich weiß, du hast so ein Jacket an, das sieht so... Guck mal, ich habe was? Ich kann mich ruhig versauen, ich habe mir extra schwarz angezogen, weil wenn ich koche, dann versaue ich mich mehr von oben bis unten. Marokko, ich meine, marokkanische Küche, arabische Küche ja sowieso... Arabia. Sehr unterschätzt, muss man sagen. Ne? Sudani. Ich komme aus Sudan und bin ein bisschen ägyptisches Blut und meine Mutter Deutsche. Also ich bin so... Und ja, ich habe auch 8 Jahre in 3 Jahre Ägypten. Und den Rest Sudan. Ja, und dann kam die Schulpflicht. Und dann sind wir nach Deutschland. Und dann kamen wir nach Deutschland. Und dann, und seitdem bin ich eigentlich, Seitdem trifft arabische Kost auf gerne mal einen Schnitzel am Abend. Ja, genau. Mein Vater hat bei uns immer zu Hause gekocht. Zu der damaligen Zeit. Der hat nur gekocht. Und es war immer, wohin. Und deswegen, ich kenne arabische Küche. Auf, rauf und runter. So. Ich lass mich gerne überraschen. Ja, schön mit den Fingern in den Knoblauch. Auch Handschuhe anziehen, aber nein, du weißt, die Zeit rast. Ja, nee, das ist dann betrüffelst du das. Lecker. Knoblauch unter Nagel. Ja, das schmeckst du. Nein, das schmeckst du nachher nicht mehr. Du, das ist so. Und was, den Nagel im Essen? Nein, das ist doch... Lecker. So, das muss immer Gewürze. Dann Salz und Pfeffer. Du kannst auch weiter erzählen. Ich erzähle auch ein bisschen weiter. Wir können beide gleichzeitig. Genau. Machen wir gleichzeitig und dann kommt Paper. Das sind so viele Worte, die gleichzeitig laufen heute. Das ist unfassbar. Wie gesagt, marokkanische Rundreise Königstedt haben wir da dabei. Und dann hinten raus das La Branda Amadil. Das La Branda de Dundo ist leider schon ausgebucht. So gut wie pappendick. Ja, und das können Sie beides aber auch gleichzeitig nutzen. Aber bist du auch ein bisschen kulturell interessiert? So marokkanisches Königshaus, ja, Monarchie. Aber das, verstehst du das? Das ist eine Pfeffermühle. Nein, das ist eine Salzmühle. Ja, aber wie geht das? Das ist eine Salzmühle ohne Salz. Ja, ich meine, ganz ehrlich, da kann man natürlich drehen, bis man wollte, oder ein Tennisarm, oder bis einem das Handgelenk schwillt. Das funktioniert nicht. Ja? Aber guck doch mal, greif doch einfach mal mit den Knoblauchfingern. Nein, das ist Zucker. Ist doch egal, Zucker. Fällt doch nicht auf, ist doch Fernsehen. Schmeckt doch zu Hause keiner, ne? Warte mal, die haben ja kein Salz. Ja, ist doch. Guck mal, da ist er. Oh, das ist Paper. Ja, das ist doch schön. Du einfach, mach einfach doppelt so viel Pfeffer, dann brauchst du kein Salz. Ja? So koche ich zu Hause. Ne? Morgens auch mal gerne aufs Nutella-Brötchen. 799 Euro, liebe Zuschauer, ist die erfolgreichste Kombinationsreise, die wir überhaupt haben bei Sonnenklar TV seit dem letzten Jahr. Über 26.000 Gäste sind letztes Jahr mit uns nach Marokko gereist. Wir hatten das als Reiseland des Jahres 2016 und siehe da, jetzt schreibt auf einmal die ganze Welt, Condé Nast, BBC, CNN, Discovery und last but not least TripAdvisor, dass Marokko zu einem der absolut 10 zu bereisenden Muss-Ziele des Jahres 2017 sind. So, was sagt dir das? Du musst nach Marokko.
Ich muss nach Marokko. Du musst nach Marokko. Ich war noch nie in Marokko. Ja, siehst du, jetzt mal kurz den Sprung rüber gemacht von Ägypten. Geht doch. So, liebe Zuschauer, einfach mal ganz kurz wieder reingucken. Wir werden dann gleich sehen, was hier raus entsteht. Ja, und ja, wir werden natürlich auch gespannt. Gucken, wer hat das Salz geklaut? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich jetzt gerade Millionen stellen. Wir werden gleich die Auflösung schaffen in 6 Minuten und 30 Sekunden. Viel Spaß. So. Mit seiner delikaten Küche, faszinierenden Sehenswürdigkeiten und beeindruckenden Landschaften zählt Marokko zu den begehrtesten Destinationen der Welt. Bei dieser Rundreise mit Badeurlaub lernen Sie 2 Wochen lang die reizvollsten Aspekte des Königreichs kennen und entdecken noch dazu unser neues La Branda-Haus am Atlantik. Ihre Entdeckungstour durch die faszinierende Geschichte der Königsstädte beginnt mit dem Flug nach Agadir. Von dort geht es nach Casablanca. Die größte Stadt Marokkos ist eine pulsierende Wirtschaftsmetropole. Die Moschee Hassan II. Ist der ganze Stolz der Stadt und beeindruckt ihre Besucher mit dem derzeit höchsten Minarett der Welt. Weiter geht ihre Reise nach Rabat, Hauptstadt Marokkos und Residenz des Königs. Dank ihres deutschsprachigen Reiseleiters verpassen Sie hier weder die blauen Gassen der Medina noch das prächtige Mausoleum Mohammeds V. Über Meknes reisen Sie schließlich bis nach Fes, die älteste der Königsstädte und geistiges Zentrum Marokkos. Inmitten einer fruchtbaren Tiefebene gelegen, ist es in Fes vor allem die mittelalterliche Altstadt, die Besucher anzieht und die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Schauen Sie den Handwerkern bei ihrer kunstvollen Arbeit zu und schlendern Sie durch die bunten Souks. Fes hat seinen Besuchern viel zu bieten. Durchs Landesinnere überqueren sie nun den Mittelatlas und fahren über Ifrane und Asru nach Erfurt. Von dort aus können sie einen Abstecher zu den beeindruckenden Sanddünen von Merzouga machen, bevor ihre Reise sie weiter nach Ouarzazate führt. Die ehemalige Berber-Siedlung liegt auf etwa 1150 Metern Höhe zwischen den Gebirgsketten des Hohen Atlas und des Anti-Atlas. Nach der Fahrt über die Straße der 1000 Kasbas erreichen sie die Stadt, die bereits vielen Serien und Filmen als Kulisse diente. Am nächsten Morgen besichtigen sie die imposante Kasba Ait Ben Haddou, bevor es weiter nach Marrakesch geht. Die letzte Königsstadt der Reise ist auch als Perle des Südens bekannt. Schlendern Sie gemütlich durch idyllische Gärten mitten in der Stadt. Vorbei an orientalischen Palästen und Moscheen und lassen Sie sich auf den quirligen Souks zu einem Andenkenkauf verleiten. Das Herzstück der lebendigen Stadt aber ist der riesige Marktplatz Jemaa el Fnah, wo Sie schöne Mitbringsel erwerben oder das marokkanische Nationalgericht, den Schmortopf Tagine, probieren können. Zum Abschluss Ihres Urlaubs geht es in die Küstenstadt Agadir. Dort erwartet Sie das 4-Sterne-Sapiria La Branda Amadil, direkt am Strand und einen Katzensprung vom Schwesterhotel La Branda Le Dune d'Or entfernt. Sie beziehen dieses schicke Haus und ein elegantes Doppelzimmer-Sapiria, ca. 26 Quadratmeter groß und in gedeckten Tönen gehalten. Besonders die großzügige Regendusche und die gemütlichen Betten werden Sie überzeugen. Für die Abkühlung nach dem Sonnenbaden stehen Ihnen gleich mehrere Pools zur Verfügung. Denn Sie nutzen nicht nur die Pools Ihres Hotels, sondern auch die des Schwesterhotels La Branda Le Dune d'Or.
Nur einen kurzen Spaziergang entfernt erwartet sie also noch mehr Abwechslung. Apropos Spaziergang. Am besten lässt es sich natürlich zwischen den beiden Hotels am Strand entlang flanieren, an dem sie ebenfalls zwei Bereiche nutzen dürfen. Das absolute Maximum an Abwechslung ist aber kulinarischer Art. In den Restaurants heißt es Schlemme nach Lust und Laune, mit All-Inclusive und Dine-Around. In ihrem eigenen Hotel genießen sie dreimal täglich ihr Buffet-Restaurant mit Live-Cooking, Snacks und Getränken bis 23 Uhr, sowie ein à la carte Abendessen im italienischen oder marokkanischen Restaurant. Zusätzlich gibt es im La Branda Amadil auch noch asiatische Küche und zwei gemütliche Bars. Wenn Sie lieber raus aus Ihrem Hotel wollen, bietet sich aber auch das Dine-Around im Schwesterhotel La Branda Les Dunes d'Or an. Hier erwartet Sie neben weiteren leckeren Buffets auch noch das allabendliche à la carte Dinner in den Themenrestaurants. So genießen Sie zum Beispiel traditionell marokkanische Küche oder wie Harry und Sandra Doraden und leckeres Gemüse im Fischrestaurant Cap Sud. Getränke sind auch hier bis 23 Uhr inklusive. Ganz gleich, wie Sie Ihren Urlaub gestalten wollen, an Auswahlmöglichkeiten wird es nicht mangeln. Genießen Sie eine traumhafte Rundreise und entdecken Sie Marokko. Unser Kombi-Angebot mit dem neuen 4-Sterne Sapiria La Branda Amadil. €799, liebe Zuschauer. Wie gesagt, 173075, das ist die Bestellnummer mit der kompletten Nutzung. Nicht nur des La Branda Amadil, sondern natürlich auch der Restaurants, der Poolbereiche und sämtlicher Outlets im La Branda Les Dunes d'Or. Und wir machen weiter mit einer Tour, die dir wahrscheinlich extrem gefallen wird. Jetzt lass uns mal weiter gucken. Ja, wir machen jetzt Tomate, ein bisschen Zucker. Also nachdem wir jetzt gerade die Zucchini mit dem V-Schnitt geöffnet haben, das ist das Pendant zum pathologischen Y-Schnitt. Genau. Die brutzeln jetzt gerade da eingepackt in Silberfolie, halbe Stunde vor sich hin. Aber wenn es weich ist, wenn du da mit deinem Finger und das weich ist, dann kannst du raus, Inhalt rausnehmen. Mhm. Dann wird das püriert, ein bisschen Salz, Pfeffer. Achso, dein Salz ist da? Achso, was ist das? Ich habe keine Hoffnung. Das war der Roland von RTL, der hat das Salz geklaut. Alles klar, Messi, danke schön. Das muss ich eben sagen. Nee, super. So, und dann das andere. So, jetzt Tomato, ein bisschen Azucaro, hier. Das ist Salz. Warte, komm, ich gebe dir mal wieder ein Läppchen. Ich kenne das mit dem Läppchen. Achso, da. Die können hier im Studio auch alle nicht vernünftig essen. Ist der Zucker, genau, das ist Salz. Bitte nicht vertauschen, weil sonst ist hinterher komplett das ganze Essen. Wir haben jetzt eine Schlagerreise. Du kannst ja streuen und du bist ja Multitask, du bist ja eine Frau. Du kannst ja streuen und reden und denken gleichzeitig. Wir haben eine Schlagerreise. Ja, ich betreue eine Schlagerreise, betreutes Schlagerreisen nennt man das. Mit dem Kollegen Goofy Förster, der auch gerade zuschaut. Goofy, ja, unsere Reise. Sag mal, du bist doch auch sehr, sehr eng mit Schlager, oder? Parmesane kommt noch drauf, auf Tomate. So viel zum Thema Multitasking. So, jetzt nochmal, ich bin Schlager. Nee, natürlich, ja klar. Ich habe 2 Jahre mit einem österreichischen, das ist so wie in Deutschland, der Heinche. Gibt es in Österreich einen De Corti Elsasser. Mit denen war ich 2 Jahre... Ja, wir haben 2 Alben ausgebracht. War aber lustig. Also da habe ich aber der Volksmusik. Ich im Dirndl, musst du nicht mal reinziehen, was ich alles gemacht habe. Ach komm, ehrlich? Ja. Aber dein Gesang kommt doch eigentlich ursprünglich. Du warst doch Background-Sängerin von Blues System, oder? Das ist ja 20 Jahre her. Ja, ist doch egal, das macht doch nichts. Wir machen eine Reise durch die Zeit. Ja, aber es war nett. Also es war lustig. Ich bin 8 Wochen in Ruski gewesen, in Russland. Von Moskau bis Kiew, bis Weißrussland, keine Ahnung, also 8 Wochen waren wir eben halt in Russland. Und man erlebt ja viel, ne? Auch auf den Bühnen. Manchmal kam Enterhaken, wurde raufgespielt, das ist schon brutal. Also ich sag ja, also Russland ist schon
Wie die haben beim Konzert einen Enterhaken auf die Bühne geworfen. Also da gab es schon... Die krall ich mir. Nein, das war eben halt... Die sind so, die haben eine andere Mentalität, wenn die sich freuen, weißt du? Da kommt ab und zu mal so ein Enterhaken. Bei uns fliegen BHs und Plüschtierchen, da fliegen Enterhaken-Tische voller Wodkaflaschen. Naja, auf jeden Fall, man hat viel erlebt und ich habe das ja auch immer gerne gemacht, aber nachher wurde es mir zu viel. Und dann haben die ja dieses Comeback gemacht da mit Thomas Anders und Dieter und dann... Und dann habe ich mich da so langsam rausgeschlichen. Und ja, dann habe ich. Oder Schlager und Volksmusik gesungen. Und Schlager und Volksmusik habe ich, wo ich 8, 9 Jahre in Österreich war. Ja, na, dann auf jeden Fall am 12. nach Mallorca kommen, 12. Oktober, da wäre nämlich unsere große Schlagerparty. Ja, mit dabei werden unter anderem sein Costa Cordalis, kennst du ja. Ja. Ja, immer den Costa. Und der ist so lieb. Ja, ist ein Liebe, ne? Ganz lieb. Ja, ich musste als Kind immer früher bei den Bäder-Tourneen, die gemacht haben, auf Norderney. Da habe ich, glaube ich, 7 Mal Costa Cordalis gesehen. Ich habe auch Rex Gildo gesehen und Roy Black habe ich auch gesehen. Ja, liebe Zuschauer. Den Rexy? Als Kind wurde man dann saliert. Den Rexy. Ja, ja, ich hab den live, face to face habe ich den gehabt. Also sensationell. So, dann haben wir noch dabei. Iron Shear haben wir noch dabei. Ja, cool. Dann ist der Graham Bonney ist auch noch mit dabei. Auch? Ja, die Älteren unter uns erinnern sich noch dran. Wahnsinn. Ja, und natürlich die ganzen upcoming Stars, denn wir wollen ja Sonnenklar TV Schlagerstar des Jahres 2017 küren. Nebenher wird der Kollege Goofy Förster tagtäglich für körperliche Ertüchtigung sorgen durch Beachvolleyball-Tennisturnier. Ich werde Ihnen meinen Mallorca zeigen mit verschiedensten Ausflügen. Es geht zum Beispiel nach Palma, es geht hoch ins Tramuntana-Gebirge. Vielleicht gehen wir auf den Markt von Santani. Des Weiteren werden wir einen kleinen Spanischkurs machen und natürlich die ganze Zeit, also es ist jetzt keine Halligalli-Rote-Pappnasen-Reise, sondern Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wirklich komplett zu relaxen. Und jeden Abend gibt es Konzerte. Und zwar singt immer ein schon vorhandener Schlagerstar mit einem unserer Upcoming-Stars. Annemarie Alfeld ist nebenbei auch dabei, als Upcoming-Star, muss man sagen. Die hat schon... Ist cool, ne? Cooles Programm, oder? Was ist das? Ist das so richtige... Wie viele Leute kommen dahin? Du, das sind also... Wir möchten gerne, dass 600 bis 800 Sonnenklar-Gäste dort sind. Dann ist auch unser ganzes Resort voll. Und da sind wir gerade auf dem besten Wege. Und wie gesagt, da ist echt Action. Jeden Tag Sportprogramm, ist ein bisschen Animation. Aber wie gesagt, Sie können sich auch einfach wunderbar in die Cala Domingos zurückziehen. Das ist die private Bucht, die nur zu diesem Tropicana gehört. Oh, und das macht einen riesengroßen Spaß. Ja, Schätzlein, du guckst mich jetzt gerade so an, als wenn du sagen würdest, ich will dahin. Und dann komm doch dahin. Aber nur, wenn wir zwei gemeinsam auf der Bühne singen. Wow, ja, nicht mal wirklich. Ja. Ich finde das cool. Singen, kochen, alles. Wir sind doch Tausendsasser. Ich will lieber gucken. Du willst lieber gucken. Was singst du jetzt da rein? Na, du, ich habe das jetzt hier. Was ist denn das? Ist das Esspapier oder was ist das? Na ja, das sieht so aus. Das benutzt man auch. Also das ist zum arabisch. Papier einpacken. Es ist arabisch, aber kommt aus Arabien, kommt aus, es ist Weizen, ne? Ja. Weizen. Und es ist hauchdünn, siehst du ja. Ne? Und das machen auch viele die Japaner. Ja. Du weißt ja, Sushi und so weiter. Mhm. Und die haben doch da, du kannst alles reinmachen. Du kannst da Gemüse und. Und dann machst du eben halt, naja, anyway, ich mach's jetzt anders. Und frisch gemachte Harissa aus der Tube. Nein, ich hab natürlich hier, aber vorher abgefüllt vor der Sendung. Ist doch hier alles so schnell. So, ich mach das jetzt, nein. Und das mache ich jetzt so. Dann mache ich ein bisschen, das kannst du natürlich auch mit dem Pulver machen, aber das geht... Schneller. Also das ist die überlassen, aber ein bisschen. Das ist Schatta. Schatta ist mit Chili. Da ist also sehr scharf. Brennt 2 bis 3 Mal. Ja, nein. Wir haben ja... Jetzt komme ich schon wieder mit Avocado. Aubergine. Genau. Die sind ja nicht so extrem gewürzt und deswegen muss das ein bisschen würziger sein. So, das heißt, also du streichelst jetzt ein kleines bisschen den Thunfisch mit Harissa, wunderbar. Und wir streicheln ein kleines bisschen jetzt im visuellen Bereich, nämlich Ihr Auge mit den Bildern zu unserer wunderbaren Schlagerreise. Am 12. Oktober erwarte ich Sie alle. Sie alle, ich sag mal 12., ist 15. Oktober, wir können auch schon am 12. kommen, ein bisschen warten. Am 15. Oktober geht es los, gemeinsam mit dem Kollegen Goofy Förster und mir und natürlich vielen, vielen Stars. Berit Becker ist auch mit dabei. Ach, schauen Sie einfach selbst. Ja, viel Spaß. Ja, Wahnsinn. Wollen wir den Fisch gemeinsam streicheln? Wann geht's los? Am 15. Oktober geht's los. Am 15. 15. Genau, lasst den Fisch. Sonnenklar TV und die Events, das ist angekommen vom Feinsten und wir werden 2017 etwas ganz Besonderes starten, Berit. Genau, die Schlager- und Spaßwoche mit Goofy und Kai und ich werde auch mit dabei sein. Riesenschlagerstars wie Costa Cordalis, Tommy Steiner, Iron Shear werden dabei sein. Und lieber Goofy, was wird denn deine Aufgabe sein? Ich darf dann nach den Shows abends nochmal für ein bisschen Spaß dann in der Disse sorgen. Das heißt also, ich werde zumindest an 3 Abende dafür sorgen, dass wir neben deutschen Schlagern auch das Internationale hören und so ein bisschen Highway to Hell darf ja dann auch mal dabei sein, oder? Definitiv. Und dann haben wir Kai, der ja auf Mallorca lebt. Mit dem können Sie Ausflüge buchen. Das heißt, Kai wird Ihnen die Insel erklären und zeigen. Also ich denke, es wird ein richtig cooles Event.
Liebe Zuschauer, das ging Ihnen jetzt zu schnell? Na, dann fassen wir das nochmal für Sie zusammen. Unsere Berit, Goofy, Kai, ganz viele Schlagerstars zum Anfassen, brodelnde Partystimmung und mitreißende Songs. Das wird das Party-Event des Jahres. Auf geht's zur großen Sonnenklar-TV Schlager- und Spaßwoche mit Goofy und Kai auf Mallorca. Eine ganze Woche lang steht im Osten der beliebten Baleareninsel alles im Zeichen von Spaß, Sport und Musik. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Seien Sie dabei, wenn Sonnenklar TV und der Club Tropicana der guten Laune ein Zuhause bieten. In direkter Strandlage und Tür an Tür mit Kai, Goofy, Berit und ihren Musikidolen wohnen Sie in der weitläufigen und landestypischen Clubanlage. All-Inclusive-Buffets, Snacks und Getränke bis Mitternacht. Natürlich haben wir auch für allerbeste kulinarische Rahmenbedingungen von früh bis spät gesorgt. Tagsüber können Sie entweder an Pool oder Strand entspannen, mit Kai die Insel erkunden, mit Goofy um die Wette sporteln oder die Schlagerstars bei gemeinsamen Aktivitäten näher kennenlernen. Und abends? Da ist es dann soweit. Auf der Bühne am Strand erwartet Sie ein buntes Potpourri aus heißgeliebten und brandaktuellen Schlagerhits. Freuen Sie sich auf Kracher wie Tommy Steiner und Anni Perka. Kamst du einfach aus dem Meer? Irene Scheer und Andy Andres. Herz in Not, Mann ist hart. Graham Bonney und Angelique Senzig. Markus und Annemarie Eilfeld. Das nur gemacht. Costa Cordalis und die Gruppe Neon. In präsentiert von den Schlagerexperten Carsten Ziert und Matthias Lutz. Und zum Schluss gibt's die Wahl zum Sonnenklar TV Schlagerstar des Jahres. Schwungvoll untermalt von unseren Special Guests, die Fädenkracher. Seien Sie dabei, wenn unser Goofy Sie tagsüber zum sportlichen Wettkampf animiert, bevor er abends die Tanzfläche zum Beben bringt. Seien Sie dabei, wenn unser Kai die elegante Moderations- gegen die legere Schlagerbühne tauscht und Ihnen seine Insel näher bringt. Seien Sie dabei bei unserer großen Sonnenklar-TV Schlager- und Spaßwoche auf Mallorca, dem Party-Event des Jahres. Also 699 Euro, ganz kurz, lass uns ganz kurz eben zu Ende bringen. 699 Euro, wie gesagt, unsere Schlagerreise mit dem Kollegen Goofy Förster und meiner einer und dann natürlich mit ganz vielen Stars. 10 Konzerte sind es insgesamt, eine Woche lang, 172-808, die Bestellnummer. So, wir haben jetzt gerade hier dieses wunderbare arabische Esspapier. Genau, das ist hauchdünn. Ja. Aber das ist also jetzt mit Eigelb oder mit komplett mit einfach Ei? Ei. Okay. Ei. Eingerieben. Zucchini, Kohl, kannst du je nachdem. Ich mache jetzt mal eins dünner, weil es ist so hauchdünn, das reicht sonst. Also lieber dünner als zu dick. So, packen wir dann gleich den Thunfisch rein. Während du hier richtig gutes Essen zubereitest, können wir mal so ein kleines bisschen, weil wir sind jetzt beim Thema Australien, Neuseeland. Was fällt dir spontan bei deinem Leben zum Thema Australien ein? Känguru, Koalas. Na? Haie. Nein. Doch, Haie. Ach. Ich war dort 3 Wochen und dann hatte ich 5 Tage Haie. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Steg da war das schwimmt echt dick. Du kannst doch nicht in einem Atemzug diese possierlichen Tierchen und dann ein Haie. Ja, aber ich habe Angst vor. Nein, aber trotzdem, das sind die. Und die wie heißen die nochmal? Die sehen aus wie Schweinchen. Die sind so mit Wombats. Oh, hatte ich einen im Arm. Total niedlich. Oh. Und dann gibt es noch die Quokkas. Die Quokkas, da kann man ja Selfies mitschießen. Ja, genau. Total süß. Sag mal, aber warum warst du denn in Australien? Dschungel. Jungle. Ja, sonst, ich meine, ich wäre sonst nie dahin gekommen. Ne? Aber Dschungelcamp. Dschungelcamp war ich jetzt. Ja, aber hast du aber nicht so was Leckeres gekriegt, wie das, was du jetzt hier machst, ne? Nein, ich habe Reis ohne Salz
Natura-Reis haben wir gekocht und was habe ich dann? Bohnen, genau, diese komischen schwarzen Bohnen. Also da war kein Geschmack, kein Garten. Und das dann eben halt 2,5 Wochen lang. Das war aber eigentlich das, war aber mit das Leckerste, was du gegessen hast da, oder? Na, wenn du diese Sterne dann eben halt bekommen hast oder gefangen hast, da, du musst ja dann eben halt verschiedene Aufgaben machen, dann gab es dann, kam aus dem Himmel so ein Sack runter und da war Essen drin. Und was meinst du, wie die Leute da drauf gestürzt sind? Also ist der Wahnsinn. Ja, also... jeder Stern hat eben halt was Gutes und dann gab es eben halt, aber das musst du durch 12 oder durch 11 Leute teilen. Ne? Was war denn das Ekligste, was du essen musstest? Ja, ganz drin, das Ekligste. Also ich habe das große Glück gehabt, ich musste es immer zu zweit. Also ich wurde eigentlich nie gewählt, aber die Leute haben mich immer gewählt. Also jetzt zum Beispiel Desiree Nick, ich war ja mit Desiree Nick drin. Oh ja, die ist ja die Dschungelkönigin geworden. Und dann, ja, und sie durfte sich jemanden aussuchen und dann hat sie gesagt, naja, was kommt, dann nehme ich doch die Nadia. So. Hat sie mich genommen und ja, und wir hatten, man darf ja immer sagen, was man nicht macht. Ich habe Höhenangst, ich esse keine lebendigen Tiere, was war? Die erste Sache war irgendwas mit Höhe und die zweite Sache war mit lebendigen Tieren. Naja, ist egal. Wir sitzen da am Tisch und haben erst hier so in so einem Grünzeug und da liefen so grüne Ameisen rum. Ne? Hm. Und dann habe ich gesagt, Augen zu, ich komme weg damit. Und war okay, aber die Pieksen, die haben die überall rum, also... Du warst ja nicht richtig gesprochen. So, zweiten, dann gab es Muscheln, dann gab es das. Und dann gab es die Chiquita Banana. Die sah aus, ja, so wie eine Bananas, ne? Ja. So, ich dachte, ach, wie Chiquita. Ich beiß rein, beiß noch mal rein. Und dann meinte die Sonja, du übrigens, die spuckt. Die sind da unten. Was war's denn? Das war eine Erdfrucht, die einheimischen Australier. Ach, das ist doch immer. Das ist eine Fruchtbarkeitsfrucht, damit die, keine Ahnung, Kinder oder zeugen können oder wie auch immer. Und ich meine so, ich dachte doch. Und dann hat Desiree Nick mir Geschichte erzählt. Da weißt du, wie schwierig das ist, ein Kind zu gebären. Und du musst, und komm, schlucke, schlucke. Du, wir beide. Also das war schon lustig. Naja, und dann gab es diese Raupen mit dem schwarzen Kopf. Mhm. Diese Marder, so La Grande. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Nee. Und das Schlimmste, habe ich gesagt, ich verzichte auf den Nachtisch. Das war in Fell eingebettet. Mmh, Känguruhoden. Känguruhoden? Ja, ich meine, das ist ja für Rüdiger Nehberg alles eine Lachpille. Da ernährt er sich ja eigentlich pauschal von. Ganz kurz, Sie müssen sich keine Gedanken machen, liebe Zuschauer. Sie werden nämlich mit unserer absoluten Hyperreise unterwegs sein, in Australien und in Neuseeland. Sie werden insgesamt jetzt hier 19 Tage auf der Celebrity Solstice unterwegs sein, einem der absoluten Luxusschiffe der Celebrity Cruises im 5-Sterne-Segment. Und Sie werden nicht natürlich das essen, was jetzt gerade Nadja gesagt hat, sondern sie werden natürlich feinstens verköstigt. Ja, wirklich absolut Haute Cuisine, die sie dort auf dem Schiff erfahren werden. Und sie haben eine der schönsten Reisen überhaupt. 2 Vorübernachtungen in Sydney und dann geht es los. Und ich muss ganz ehrlich eines dazu sagen, es ist so ein Traum, gerade Neuseeland. Unten diese Fjordlandschaften, ja, die Sounds, ja, Milford schön. Sound. Wenn sie da reinfahren, Rudyard Kipling hat mal gesagt, wir wissen ja, Dschungelbuch, Rudyard Kipling hat mal gesagt, das ist das 8. Weltwunder. Es ist einfach nur ein Faszinosum. Ich bin da durchgefahren und es ist genial, wenn Sie vom Bord gehen. Bitte nicht einfach wie die Lemminge der Masse folgen, sondern nehmen Sie sich einfach so ein Kajak oder ein kleines Ruderboot und fahren rein. Wenn Sie ein bisschen sportlicher unterwegs sind, nehmen Sie sich ein Stand-Up-Paddle, ja, und fahren diesen Milford Sound rein. Das ist so etwas von naturtechnisch herausragend. Ja, sowieso diese Sounds, die dann hintereinander kommen, diese Fjordlandschaften, die südlichen, das ist ein absoluter Oberkracher. 4.299 Euro. Was da alles drinsteckt, das werden wir Ihnen logischerweise gleich... Du guckst mich ganz verzaubert an und reibst dabei den Fisch. Das ist schön. Ja, guck mal, ich... Ne? Ja, das ist... Da kriegt man schon Appetit. Neuseeland, eines der schönsten Länder überhaupt. Und die wirklich die nettesten Menschen auf diesem Planeten. Sag mal, Kanadier und Neuseeländer, die haben es irgendwie mit der Muttermilch gekriegt. Die sind einfach Traummenschen. So, und deswegen gucken wir mal ganz kurz eben rein, was sie denn hier überhaupt erwartet. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie ganz einfach, weil das ist tatsächlich eines der absoluten Highlights dieses Wochenendes. Nur ein einziger Termin, der 31. Januar. So, Haie und Koalas. Ich gib doch gar keine Koalas. Was ist das für ein Haie? Eine neue Ära der Kreuzfahrt hat begonnen. Kommen Sie an Bord eines Schiffes, das außergewöhnlich, aufsehenerregend und vielfach ausgezeichnet ist. Kommen Sie an Bord der Celebrity Solstice, der Premium-Reederei Celebrity Cruises. Prämiert für außergewöhnliches kosmopolitisches Design. Design, das viel Raum lässt für jeden einzelnen Passagier.
ausgezeichnet für eine innovative Kulinarik, die sie mit süßen Verführungen genauso lockt wie mit einer vielseitigen frischen Küche in den 10 Restaurants. Und alle greifen sie nach den Sternen. Handverlesene Weine, mutige Kreationen der Molucca Bar und die besten Martinis auf See ergänzen die exquisiten Gaumenfreuden an Bord. Große, eigens geschaffene Produktionen entführen sie in eine preisgekrönte Fabelwelt des Entertainments. Die Celebrity Solstice, das Schiff einer neuen Kreuzfahrt-Ära. Das Auenland. Die Gärten Isengards, der Fluss Anduin, Bruchtal und der Wald von Fangorn. Wundersame Orte, geboren aus der Fantasie eines großen Schriftstellers, J.R.R. Tolkien. Und doch sind sie Wirklichkeit. Reisen Sie mit uns auf die andere Seite der Erde, nach Neuseeland, Tasmanien und Australien. Dorthin, wo große Geschichten Wahrheit werden. Von Deutschland fliegen wir Sie nach Sydney, in die größte Stadt des 5. Kontinents. 2 Tage haben Sie Zeit, sich an das Leben Down Under zu gewöhnen. Ein Hotel haben wir für Sie bereits gebucht. Das Leben der Metropole spielt sich rund um den schönen Hafen ab. Am Wasser fühlt sich der Australier einfach wohl. An Tag 4 begrüßt sie ihr Schiff, die Celebrity Solstice, und bringt sie zu ihrem ersten Stopp nach Melbourne. Auch diese Stadt ist vom Wasserelement geprägt, liegt sie doch an der Mündung des Yarra Rivers. Gen Süden ist ihr nächstes Ziel Tasmanien. Gerade mal so groß wie Bayern, beherbergt die Insel eine hohe Zahl an außergewöhnlichen Tierarten, wie den tasmanischen Teufel oder den Nacktnasenwombat. Danach erwartet sie Tolkiens Mittelerde, Neuseeland. Zunächst geht es in die Fjordlandschaft der Südinsel. Der Milford Sound wird oft als das 8. Weltwunder bezeichnet. Der Doubtful Sound ist für seine zahlreichen Wasserfälle bekannt, die sich an den Steilhängen in einem der regenreichsten Gebiete der Erde bilden. Und er ist Heimat zahlreicher Delfine. Über den Dusky Sound erreichen Sie an Tag 12 Dunedin, das gerne als schottischste Stadt Neuseelands dargestellt wird. Ob es an den Schafen liegt oder am historischen Bahnhof? Schön ist es hier auf jeden Fall.
Nach einem Tag in Akaroa heißt es Abschied nehmen von der Südinsel. Es geht zum Nordteil Neuseelands nach Wellington, Heimat von Peter Jackson, Regisseur der Tolkien-Filme. Unter anderem deshalb wird die Stadt auch gerne Wellywood genannt. Mit der historischen Schrägbahn geht es hinauf zum Mount Victoria, dem besten Aussichtspunkt über die Bucht. Nächstes Ziel ist Napier, das bei einem Erdbeben 1931 komplett zerstört und innerhalb der folgenden 2 Jahre wieder aufgebaut wurde. Heute spiegeln die Gebäude den Baustil der damaligen Zeit wider: Klassizismus, spanischer Missionsstil und Art Deco. Die Bay of Islands, die Bucht der Inseln, erwartet sie nach einem Seetag. Diese faszinierende Region besteht aus 144 kleinen Eilanden mit subtropischem Klima. Ihr erster Besucher war James Cook. Nach rund 2,5 Wochen geht ihr Schiff in Auckland vor Anker. Und es heißt Abschied nehmen von einer großartigen Reise ins Land der Hobbits und der Elben. Ja, live. Ja, wir machen jetzt mal, komm, ich mach mal ein bisschen Öl, ich mach mal ein bisschen reines Sonnenblumenöl in die Pfanne. Ja, 173, 174, liebe Zuschauer, das ist die Bestellnummer. Wir werden natürlich dieses Angebot später nochmal en Detail präsentieren. Ja, das war wieder so ein männlicher Klassiker. Ist kaputt, die Flasche. Ne, ist nur zu. So, zack. Ja, so ein bisschen. Mehr. More. Soll denn baden, ehrlich? Ja, wie Fritöde. Du hast gerade zu mir gesagt, das ist ein total leichtes Essen. Ja, deswegen, das ist so kompliziert. Da muss ich ja schon zur Toilette rennen, wenn ich das Öl da reinfülle. Ist ja. So. Okay, wir machen weiter. Jetzt sind wir auf Ibiza. Ich habe dich gerade gefragt, warst du auf Ibiza? Hast du gesagt, aber natürlich. Wir sind in Playa del Bossa. Ja, ich war meistens immer in der Altstadt nur. Und dann eigentlich wegen Job oder dreimal privat, aber ansonsten San Antonio und. Also so ein bisschen, ja. Aber ich meine, ich bin mehr so Mallorca. Da kenne ich mich aus. Jetzt sind wir deine Erlebnisse von Ibiza. Ja, meine Erlebnisse. Genau. Anstrengend. Also ich habe nicht, so wie diese anderen Menschen, die da Urlaub machen, bis morgens in der Früh Partys gemacht. Also die meisten haben dann eben halt zu Hause Urlaub dann wieder gemacht, weil das ist ja der Wahnsinn, wenn du einmal da mit den Leuten mitziehst. Das ist, ich weiß nicht, da bin ich so alt für. Kann ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Nee, ist aber schön. Also in der Altstadt schön draußen sitzen, du guckst dir die Leute an. Ach, dann gehen Paraden hoch und runter und kündigen da ihre neuesten Diskotheken an und so. Also das ist schon alles sehr... Ist sehen und gesehen werden, oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber da gibt es auch ruhige Ecken. Gibt es auch ruhige Ecken und ich war nachher zum Schluss immer in den ruhigen Ecken. Oh, das ist toll. Muss ich auch sagen, ich meine, klar, ich bin natürlich auch Mallorca-Fan, aber ich finde, Ibiza bietet, und das ist leider Gottes, tut man dieser Insel immer damit Unrecht, dass man nur von diesen Party-People redet. Genau. Dass man immer nur darüber redet, dass es halt einfach nur Remi, Demi, Halligalli. Ich meine, klar, sie sind in Playa del Bossa. Ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, dass das irgendwie das lauschige Fleckchen zu zweit ist, dass sie abends alleine am Strand entlang flanieren können und die Seele baumeln lassen. Ich wollte es einmal live sagen, diesen Phrasendrescher-Spruch. Ja? Sondern es ist tatsächlich so, sie können hier natürlich viel erleben im Nightlife. Das Hotel, was wir jetzt zum Beispiel auch haben, das hier ist Tres Carabeas Resort and Spa, ole. Ja, das liegt direkt in Playa del Bossa. Ja, und Sie haben, wie gesagt, die Möglichkeit... Oh, da hinten jetzt mal ganz kurz... Mach ruhig. Ja, aber bitte jetzt nicht das heiße Ding da anfassen. Nein. Wir haben auch noch unsere Küchenhelferin. Ne? Ich brauche ein Tuch. Ja, komm, mach mal hier. Ja, Julia und Anna, die greifen auch mal zu. Also wie gesagt, liebe Zuschauer, neues Hotel bei uns im Programm. Und das ist auch das neue Angebot der Woche Flug. Ja, und schön, ja, jetzt sind auf einmal 2 Frauen da. Es ist einfach, Sonnenklar-TV macht einfach Spaß, so ein kleines bisschen, muss man wirklich sagen. Ja, für 499 Euro All-Inclusive-Verpflegung. Ja, und wirklich total zentrale Lage. Nehmen Sie sich einen Mietwagen für die komplette Aufenthaltsdauer. Fahren einfach wirklich mal ein kleines bisschen durch die Gegend. Schauen sich Ibiza an und fahren auch mal so ein kleines bisschen ins Inselinnere rein in die Berge. Weil wie gesagt, da gibt es Fleckchen. Das Gefühl hat noch niemals ein Tourist irgendwo einen Fuß auf die Erde gesetzt. Und genau darum geht es ja auch, diese Mixtur zu finden. Auf der einen Seite natürlich Party, wenn sie wollen, aber sie müssen es nicht die ganze Zeit. Ja, da drüben wird gerade irgendwie, glaube ich, Atomphysik wird da, glaube ich, gerade erklärt. Okay, alles klar. So, haben wir denn jetzt, sind die Auberginen denn jetzt in irgendeiner Form so, dass man da nicht mit Hammer und Meißel dran muss? Ja, okay, genau, alles klar. Die gären noch so ein bisschen vor sich hin, liebe Zuschauer. Lassen wir uns einfach mal ganz kurz eben hier verzaubern von unserem neuen Angebot der Woche, und wir drehen jetzt den Ofen auf 450, damit irgendwann mal die Auberginen anfangen, so ein bisschen in sich zusammenzusacken. Ne? So muss das, glaube ich, sein. Nee, ist das schön hier.
beim Maggi-Koch-Studio. Eine Reise in eine Welt voller Naturschönheit. Umhüllt von Meereswogen, so glasklar, als würde man durch ein Fenster blicken. Mit einem Element, dessen Kraft Sie spüren und hautnah erleben werden. Mittendrin im wunderbaren Mittelmeer liegt die Baleareninsel Ibiza. Und dort eins der bekanntesten Hotels, das Sirenis Tres Carabelas. Freuen Sie sich auf dieses Vier-Sterne-Haus der internationalen Hotelgruppe Sirenis Hotels and Resorts mit Anlagen in der Dominikanischen Republik, Mexiko und Ibiza-Stadt, die alle für erholsamen Badeurlaub stehen. So auch im Vier-Sterne-Sirenis Tres Carabelas im Süden des Eilandes. Das Haus befindet sich direkt am längsten und schönsten Strand Ibizas, am Playa den Bossa. Tauchen Sie ein. Das Hotel bietet neben seinen Pools auch unmittelbaren Zugang zum Strand. Von Ihrem renovierten Doppelzimmer-Komfort blicken Sie dank Upgrade seitlich auf das Element, von dem wir eingangs schon so geschwärmt haben. Das glasklare Meereswasser. Dazu kommt ein schicker Wellnessbereich mit Hallenbad, Massagepool und Sauna. Und die erfahrenen Hände der Masseure tun wahre Wunder bei Verspannungen. Kulinarisch gesehen punktet unsere Hotelwahl ebenfalls. Denn All Inclusive sorgt für leckere Speisen und Getränke von morgens bis Mitternacht. Und im direkt angrenzenden Meer können Sie sich dann endlich mit eigenen Augen davon überzeugen, wie glasklar das Wasser hier ist. Eine Reise in eine Welt voller Naturschönheit. Ibiza. Ja, ich habe Öl reingemacht, aber ich weiß nicht, ob der Ofen an ist. Ich meine, man kann natürlich auch jetzt das Öl irgendwie heiß sprechen. Okay, pürieren klar. Und dann machst du es. Guck mal, da brennt's. Was macht ihr denn? Das brennt. Bist du wahnsinnig? Das brennt nicht. Nein, das ist doch nur, das ist doch nur reingekiet. Guck mal, das ist nur ein Monitor. Ihr brennt doch gar nicht. Guck mal, aber es ist schon fast. Gruß in die Regie. Ja, ihr lasst euch ja Sachen einfallen jetzt. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, als ob ich mich jetzt hier verkoche. Bei mir brennt es nie. So, okay, alles klar. Allora. 499 €, liebe Zuschauer. Unser neues Hotel, unser neues Angebot der Woche. Das hier ist Tres Carabeas Resort and Spa. Ich habe mal geguckt. Denke mir, verdammte Axel, was heißt denn Carabeas? Also, Cara heißt natürlich Gesicht, aber was heißt Carabeas? Ist ein feststehender Begriff als Name für dieses Hotel. Also ist jetzt irgendwie keine Bedeutung hinter. Doppelzimmer Komfort, seitlicher Meerblick und natürlich All-Inclusive-Verpflegung, was eigentlich nicht Usus ist auf Ibiza, wenn Sie dort ihren Urlaub verbringen. 173321, so lautet die Bestellnummer. Und jetzt geht's Richtung Kuba. Und mein Kuba erfreut sich ja nun wirklich seit 2 Jahren allergrößter Beliebtheit. Was sind so deine ersten Assoziationen, wenn ich mit dir über Kuba spreche? Die Autos. Das ist ja... Ja, diese uralten Oldtimer. Ja, ich finde es cool. Und es sieht ja eben halt sehr... die Autos, Zigarre. Ja. Die Menschen, die älteren Herren, sitzen vor den Häusern. Und dann hier die richtige, schöne, la grande Musik. Ja, das ist so. Musik, die alten Autos und ja, und dann eben halt so die Kleidung so mit dem Kopftuch so da umgeschnürt. Ja, weiß ich nicht. Das ist das Erste. Ja, aber ansonsten, ich war noch nie dort. Kannst du mir was erzählen? Ja, ich kann dir definitiv was erzählen. Ich kann dir sogar was erzählen zu Kuba hautnah. Denn mittlerweile ist es ja so, dass zum Beispiel ganz, ganz wenig noch Urlaub gemacht wird in den Hotels. Weil wenn man hip sein will, dann geht es in die Casas Particulares. Und das sind im Endeffekt Gästewohnungen von Einheimischen. Du wohnst bei Einheimischen. Die bekochen dich, die zeigen dir Kuba, die zeigen dir ihre Eckchen von Kuba. Das finde ich super. Und das ist mittlerweile teurer als die meisten Hotels auf Kuba, weil es wird ja sehr, sehr viel gerade renoviert, bedingt dadurch, dass die Amis natürlich jetzt reinkommen, klar. Mhm. Es kommen viele große Resorts dorthin. Ja, und dementsprechend sind diese Casas Particulares, um wirklich direkt hautnah Kuba erleben zu können, mittlerweile das absolute A und O.
Ja, vor allem, du erlebst doch viel mehr, als wenn du da in diesem Hotel, da hast du Angst, dass du überfallen wirst, wenn du rausgehst alleine. Da bist du mit Einheimischen. Die wissen ganz genau. Das möchte ich ganz kurz sagen. Nicht, dass wir falsch Bild abmachen. Kuba ist nach wie vor, ist nach wie vor eines der sichersten Länder unseres Planeten. Das ist nach wie vor so. Nicht so wie Brasilien. Nein, überhaupt nicht. Kuba ist wirklich super sicher und es ist natürlich sehr, sehr gediegen. Und ich meine, wer jetzt noch diesen ursprünglichen Charme haben will, der sollte logischerweise in den nächsten 1-2 Jahren dorthin reisen, denn es sind momentan ungefähr 130 Bauvorhaben für große amerikanische Luxus-Resource. Ja, und deswegen, das ist leider Gottes die große Problematik. Aber Gut. Es kommt, wie es kommen muss. Also in 2 Jahren muss ich noch hin. Also in den nächsten 2 Jahren musst du da hin. Da muss ich hin. Und hinten raus kommt natürlich hier noch Naviti Varadero. Dann geht es noch auf die Varadero-Halbinsel zur Badeverlängerung, liebe Zuschauer. 1599 Euro, das wäre hier der Preis. Und wir schauen uns die Bilder an. Viel Spaß. Kuba individuell und authentisch erleben. Das geht am besten mit dieser Kombi aus Rundreise und Badeverlängerung. Erfahren Sie eine Gastfreundschaft, die den besten Hotels Konkurrenz macht. Entdecken Sie das Geheimnis der Casas Particulares. Und baden Sie anschließend am Traumstrand in einem 5-Sterne-Resort. Eine Reise, die unter die Haut geht. Je nach Reisezeitraum landen Sie in Varadero oder Havanna und starten Ihr Kuba-Abenteuer begleitet von einer deutschsprachigen Reiseleitung in der authentischen Hauptstadt. Bei einem gemütlichen Spaziergang sehen Sie die bekanntesten Plätze, wie den Plaza de la Catedral, das Zentrum der Altstadt. Redakteur Dennis empfiehlt Ihnen eine kurze Spritztour in einem der berühmten Oldtimer-Taxen, bevor Sie am frühen Abend mit unzähligen Eindrücken des Tages in einer der beiden Stammbars von Ernest Hemingway einkehren. Ja, genau hier, an diesem Platz, saß er einst, der letzte amerikanische Volksliterat, und trank seinen Mojito. Oder 2. Oder 3. 4, 5, 6 cl weißer kubanischer Rum, eine frische Minze und Sie fühlen sich selbst wie ein Habanero, versprochen. Genau wie in Ihrer Unterkunft, denn Sie wohnen direkt bei den Einheimischen. In lizenzierten Casas Particulares erleben Sie Kuba so individuell wie nie zuvor. Die Herzlichkeit Ihrer Gastgeber ist unübertroffen, genau wie das eigens für Sie bereitete Frühstück. Unter die Haut geht an Tag 4 das märchengleiche Vinales-Tal. Nichts als Natur, Stille und surreale Ausblicke auf die Tabaklandschaften. Über Guama erreichen Sie am 5. Tag Cienfuegos. Die Perle des Südens gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe und lockt mit einem historischen Stadtkern, der zum Verweilen einlädt. Ebenfalls Weltkulturerbe ist Trinidad, die vielleicht bezauberndste Stadt ganz Kubas. Hier ist irgendwann im Laufe des 19. Jahrhunderts die Zeit einfach stehen geblieben. Spätestens jetzt sollten Sie Ihr Handy auf Flugmodus stellen und sich einfach nur treiben lassen. Ein naturnaher Höhepunkt wird Ihre Bootstour auf dem Rio Negro von Hanabania aus. Revolutionär, Nationalheld, Liebling aller Kubaner. So könnte man wohl am besten Ernesto Che Guevara beschreiben, dessen Mausoleum Sie in Santa Clara besichtigen werden. Das Denkmal ist zugleich der Schlusspunkt Ihrer 8-tägigen Rundreise. Nun bringen wir Sie in Ihr Badehotel, wo man Sie im 4-Sterne Naviti Varadero schon erwartet. Direkt am flach abfallenden Sandstrand gelegen, ist nach einer Komplettrenovierung nur die tropische Gartenpracht gleich geblieben. Die Lobby präsentiert sich jetzt in elegantem Design und schicken warmen Farben. Auch die Doppelzimmer erstrahlen in neuem Glanz und sind ein perfekter Ort, um die Ereignisse Ihrer Rundreise Revue passieren zu lassen. Draußen erwartet Sie eine Poollandschaft,
die mit Sonnenterrasse, Swim-Up-Bar sowie separatem Jacuzzi glänzt. Glänzend ist auch ihre All-Inclusive-Verpflegung. Leckere Buffets, einmal pro Woche ein à la carte Dinner und Getränke rund um die Uhr. Was könnte das Urlauberherz mehr begehren? Eine Rundreise und ein neu renoviertes Hotel am Traumstrand. Besser kann man Kuba nicht kennenlernen. Noch nie so gehabt mit 7 Nächten in den Gästehäusern, in den Casas Particulares und wie gesagt die 7 Nächte in Naviti Varadero. 173-495 die Bestellnummer. Naja, wir sind noch nicht so weit, dass wir reinbeißen können, obwohl es jetzt schon lecker aussieht. Aber ich werde gleich auf jeden Fall noch mal zu dir kommen. Wir werden gleich gemeinsam noch mal naschen an Auberginen, an Zigarren, so wie du es ja genannt hast. Ist aber nur eine Vorspeise. Also satt wärst du da, dann müsstest du schon 3 oder 4 Portionen essen. Ah, das ist eine Vorspeise? Das ist sehr aufwendig. Ne? Aber ich meine, ich wollte dir was Gutes. Danke. Das Essen machen. Das ist toll. Mach du erstmal dein, das dauert doch ein bisschen. Ich mach meins, du machst deins und dann machen wir gleich wieder unseres zusammen. Ja, genau, und dann machen wir wieder zusammen und dann musst du probieren. Ob du es magst oder nicht, vielleicht ist es ein bisschen zu scharf geworden. Kann sein, aber vielleicht ist es gerade richtig. Bussi. So, bis gleich. Okay. Ja, und wir machen natürlich gleich weiter mit dem Rabai Beach. Wir machen ganz kurz Pause, bisschen Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar bei Mein TV Magazin. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran und ich guck mal hier, ob ich vielleicht doch noch was ergattern kann. Irgendwas. (Musik) 25 Jahre Kompetenz, 25 Jahre Made in Germany. Das ist Küche & Co., der Einbauküchenpartner von Sonnenklar TV. Mehr als 300 Küchenexperten beraten Sie kompetent und kostenlos. Und zwar deutschlandweit in über 100 eigenen Küchenstudios oder bei Ihnen zu Hause. Wir begleiten Sie von der Planung über die Lieferung innerhalb von 10 Tagen bis zur Montage. Auf unseren Rundum-Service sind wir stolz und wurden hierfür mehrfach ausgezeichnet. Außerdem machen wir Ihre Küche bezahlbar mit einer individuellen und günstigen Küchenfinanzierung. Somit bleibt genug Geld für den nächsten Sonnenklar-TV-Urlaub. Und beim Kauf einer Küche ab 5000 Euro erhalten Sie sogar noch einen exklusiven 250-Euro Reisegutschein. Zusätzlich schenken wir Ihnen noch einen 50-Euro Reisegutschein, wenn Sie heute eine kostenlose Küchenberatung mit Küche & Co. vereinbaren. Alle Infos auch online unter sonnenklar.tv/Küchenshow. Mein TV-Magazin, liebe Zuschauer, begrüße Sie ganz recht herzlich natürlich dazu. Und ich meine, es ist natürlich was Herrliches, wenn man sagen kann, nach 16 Jahren Sonnenklar TV, wir haben unser eigenes TV-Magazin. Sie sehen es ja, Mein TV-Magazin mit Sonnenklar TV. Und das natürlich zu einem Hammerpreis von 79 Cent gerade mal. Also Sie können natürlich auch das Jahresabo nehmen für 29 Euro, beziehungsweise auf der anderen Seite das App runterladen auf Android. Da bestehen die Möglichkeiten. 8 Seiten Reisen haben wir grundsätzlich in jeder neuen Ausgabe dabei. Gewinnspiele, Sie können was gewinnen. Was schlage ich hier gerade auf? Hier zum Beispiel Sandras Tipp Italien. Adria, Cesenatico, ja, da ist es. Und vor allem, was ich genial finde, wenn man schon mal sowas wieder in der Hand hat, was Haptisches, was aus Papier, ja, dann finde ich es genial, dass die Seiten dementsprechend groß auch sind. Ja, und dass man wirklich auch sehen kann mit vielen TV-Tipps, ja, worum es da geht, warum soll ich mir überhaupt eine Fernsehzeitung kaufen, wenn alles so klein gedruckt ist, dass ich das mit der Lupe lesen muss. Und das, wie gesagt, sind immer unsere Tipps, die dabei sind. Reisereportagen haben wir mit dabei und vieles, 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 vieles mehr. Und deswegen lohnt sich das auch. Mein TV-Magazin, wie gesagt, mit Sonnenklar TV, unser TV-Magazin. Und wir gehen direkt mal rein in ein Angebot, wo ich sagen darf, das ist mein Angebot. Und zwar absolut. Und ich weiß, dass das am heutigen Tage nach dieser Präsentation definitiv auf Platz 1, 2 oder 3 landen wird. Da bin ich mal ganz ehrlich, da fährt der Traktor drüber. Das ist einfach nur mega cool. Wir waren bei den Dreharbeiten dort unten unterwegs. Und wir haben schon sehr, sehr viel von Thailand zu dem Zeitpunkt gedreht. Und ich war vorher insgesamt 4-mal hintereinander für jeweils 4 Wochen unten in Thailand. Hab viel Inselhopping gemacht. Und das ist die Südspitze von Phuket, Rawai Beach. Und dort
befindet sich das Rawai Palm Beach Resort. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir damals dort hingegangen sind zum Drehen, war das gerade erst so knapp 4 Monate geöffnet. Und sie haben hier 55 Quadratmeter große Pool Access Rooms. Man muss sich das so vorstellen, man kommt dort rein und das ist wie in einem U gebaut. Man hat oben einen Pool, man hat unten einen Pool mit Wasserkaskaden und kann wirklich, kilometerweit schwimmen. Ja, es wird nicht langweilig. Man kann wirklich, also ich glaube, der untere Pool, der ist irgendwie über 80 Meter lang, aber der obere Pool ein bisschen kürzer. Und sie können dann von ihrer Terrasse aus einfach nur Stufen runter, so ein bisschen in so Water Seats sitzen, ja, im Wasser planschen, sitzen dort, lassen sich ein bisschen treiben und dann können sie durch so eine Öffnung direkt, das ist auch, sie sind wirklich für sich, ihnen kann da keiner von der Seite drauf gucken. Und dann schwimmen sie einfach raus und schwimmen wirklich durch diese Anlage. Und ich finde das absolut, da haben wir es. Ja, ist doch hier, könnt ihr mir das hinten mal auf den Flat legen? Besteht die Möglichkeit? Weil das ist dann nämlich ein bisschen einfacher zu erklären. Das ist wirklich so etwas von traumhaft schön. Und wir haben tatsächlich dort den letzten Drehtag gehabt und ich habe für 4 Tage insgesamt verlängert. Ich habe noch einen günstigen Rückflug gefunden und das macht so einen riesengroßen Spaß, weil die Anlage eben, wie gesagt, so aufgeteilt ist. Sie haben hier diese kleinen Eingänge überall. Das ist, hier drin ist auch Wasser. Sie sehen das so ein bisschen mit Blumenrabatten. Da haben sie hier vorne ihre Sonnen liegen und dann kann man hier vor sich hin dümpeln. Da sind richtig Sitze in dem Pool eingelassen. Ja, und dann schwimmt man hier raus und kann im Endeffekt komplett diese ganzen Wege schwimmen. Da oben ist so eine abgesetzte Poolbar. Ja, und Sie sehen das in verschiedenen Etagen, kann man natürlich hier auch im Endeffekt seine Liegen stellen. Und das ist wie ein großes U, so ein bisschen Melrose Place, wer sich noch daran erinnern kann. Das ist so genial und zwischendrin auch überall so Liegeflächen, ja, die man nutzen kann. Ja, schattenspendende Eckchen, wenn Sie einfach nur im Wasser dümpeln wollen. So, und wenn es jetzt um den Strand geht, klar, Sie sagen wahrscheinlich, wenn ich jetzt 2 Wochen für 799 Euro, was ein absoluter Wahnsinn ist der Preis. Ich meine ganz ehrlich, 2 Wochen Urlaub. Wenn Sie dort sind, dann möchte ich natürlich auch einen Strand sehen. Es gibt einen ganz, ganz genialen Spot hier. Gut, es gibt Kata Beach, einer der bekanntesten Strände von Phuket, auch nicht so extrem überlaufen, viele Luxushotels dort. Aber der ist ungefähr 10 Minuten entfernt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch was ganz Besonderes, nämlich ein ganz, ganz geiles Pom Trep Cup. So müsste es heißen. Ja, da habe ich den schönsten Sonnenuntergang meines Lebens gesehen. Leider ohne meine Frau, muss man dazu sagen. Den hätte ich gerne in trauter Zweisamkeit erlebt. Ich habe ihn dann im kompletten Drehteam erlebt. Sowas von traumhaft schön. Ja, und wirklich, und da treffen sich abends immer Urlauber, Einheimische, um wirklich gemeinsam den Sonnenuntergang anzuschauen. Und da unten am Fuße, dieses, wo der große Buddha auch steht, da unten am Fuße, da ist so eine wunderschöne Bucht, wo man abends liegt, den Sonnenuntergang genießt, flach abfallender Sandstrand. Man hat so eine kleine Garküche dabei, ein kleines Restaurant. Ja, für ganz kleines Geld kann man dort essen. Sie können sich kostenlos dorthin shutteln lassen. Also es ist wirklich ein Träumchen. Ich freue mich riesig, dass wir das endlich wieder im Programm haben. Weil wir haben das jetzt schon seit gut 2,5 Jahren nicht mehr in der Sendung präsentieren können, weil es einfach durchweg ausgebucht war. Jetzt haben wir es wieder für kurze Zeit. Mondscheinpreise, also insgesamt nur 2 Tage buchbar. Noch 2 Tage heute und, wie gesagt, bis übermorgen 24 Uhr buchbar. Schauen Sie sich mal an, wie gesagt, für 7,99. Wenn das heute nicht auf Platz 1, 2 oder 3 landet, dann fress ich hier aber das neue MeinTV-Magazin von Sonnenklar TV mit Rumpf und Stumpf. Thailand. Die Verkörperung fernöstlicher Sehnsucht. Aquamarinfarbenes Wasser. Eine exotische Tier- und Pflanzenwelt. Magische Erlebnisse, wohin man auch blickt. Brechen Sie auf zu einem Badeurlaub, der so viel mehr ist. Mit einer renommierten Airline bringen wir Sie auf die Insel Phuket. Eine der schönsten Regionen im Land des Lächelns. Vom Flughafen geht es in das beliebte Rawai Palm Beach Resort an der Südspitze. Das 4-Sterne-Haus begrüßt immer wieder Stammgäste in seiner schönen Anlage. Kein Wunder, bietet es doch Top-Service in ruhigem Ambiente. 3 Pools sorgen für ihre Abkühlung. Entspannung finden Sie bei einer schon bezahlten 30-minütigen Thai-Massage. Dazu bekommen Sie 15% auf alle anderen Spa-Anwendungen. Für den Drink an der Poolbar sowie die Getränke und Speisen in allen Restaurants und Bars zahlen Sie 10% weniger. Ein ganz besonderes Highlight ist Ihr kostenloses Upgrade auf ein Doppelzimmer Deluxe.
mit direktem Zugang zum Pool. Für einen perfekten Start sorgt morgens das großzügige Frühstücksbuffet, an dem Sie sich nach Lust und Laune bedienen können. Wer auf Sand nicht verzichten möchte, der findet in nur 100 Metern Entfernung einen der schönsten Strände Rawais. Lassen Sie die fernöstliche Sehnsucht Wirklichkeit werden. So, und hier haben wir die Preise nochmal ganz kurz eben. Nicht, dass Sie denken, das ist jetzt irgendwie nur ein Lockangebot, sondern Sie sehen 826 Euro zum Beispiel im Juno oder beziehungsweise 861 Euro im April, 943 im März. Das sind schon wirklich absolut herausragende Preise, egal in welche Reisezeit Sie jetzt reingehen. Bis Oktober haben Sie ja die Möglichkeit, das Angebot zu buchen. Das ist schon wirklich genial, also vor allem für das Hotel. Ich hab das nun wirklich testen und proben dürfen, direkt nach der Öffnung. Und da greifen ja die Rädchen normalerweise noch gar nicht so wirklich ineinander. Upgrade auf ein Doppelzimmer Deluxe mit Poolzugang habe ich Ihnen gerade gezeigt anhand dieses Bildes. 600 Euro Gegenwert, 15% auf Spa-Anwendung und 30-minütige Teilmassage ist ebenfalls schon im Preis enthalten. Die Bestellnummer lautet 173460. So, und wir machen direkt weiter mit einem neuen Highlight bei uns. Und zwar sind wir natürlich glücklich, dass wir jetzt auf die Sentido-Gruppe zurückgreifen können. Das ist ja normalerweise Thomas Cook, 67 Hotels weltweit. Und wir sind ja nun, muss man auch dazu sagen, FTI-Gruppe. Wir sind ja ein Kind der FTI-Gruppe. Und da ist also der zweitgrößte Reiseveranstalter mit Thomas Cook und der viertgrößte Reiseveranstalter mit FTI. Und wir teilen uns schiedlich-friedlich hier dieses Sentido Oriental Dream Resort. Und man darf auf jeden Fall auf eines zurückblicken, nämlich auf eine großartige Zeit, auch auf eine saure Gurkenzeit in Ägypten, wo Sie aber grundsätzlich immer die Treue gehalten haben. Also Sie waren diejenigen, die sagten, Mensch, gibt es nicht hier noch einen Flug? Können wir nicht trotzdem? Wir würden gerne nach Ägypten runter. Und mittlerweile ist es ja wirklich am Boomen, sondersgleich. Ich meine, ich fliege am Samstag runter nach Elguna. Also von den 5-Sterne-Hotels, nur mal genannt, Mövenpick und Steigenberger, voll. Ein paar Reste noch im Sheraton. Ja, die ganzen 4-Sterne-Hotels, fast alle Pappe voll. Elguna platzt aus allen Nähten, Makadi platzt aus allen Nähten, Salah Shish aus allen Nähten, Hurghada, viele Hotels, die komplett ausgebucht sind. Und das, ich meine jetzt gerade im Monat Februar oder März. Ja, und genau so ist es natürlich auch in Marsalam. Es gibt nicht viele Hotels, es ist die Ursprünglichkeit, es ist das Natürliche, es ist die intakte Unterwasserwelt, es ist der große Nationalpark, der so ein bisschen zurückgelegt liegt. Ich schätze mal, Sie fahren da ungefähr eine Stunde hin, ja, mit Steinböcken, mit Antilopen, mit Falken, den Schieferfalken, die dort zum Beispiel zu Hause sind. Da kann man eine wunderbare Exkursion hinmachen. Oder aber Sie machen tatsächlich mal so eine Schnorchelsafari und fahren raus. Denn man muss nicht schnorcheln können oder tauchen können, sondern Sie können auch wirklich einfach nur, ja, sich auf dem Bauch ein bisschen treiben lassen, ein bisschen vor sich hin floaten, ja, und Brille auf, Schnorchel hoch und nur gucken, was passiert eigentlich unter Wasser. Und wenn das zu extrem ist, es gibt bestimmt auch irgendwo noch ein Glas-Bottom-Boot, wo man einfach nur im Boot sitzt und durch den Glasboden gucken kann, was passiert dann eigentlich alles unter mir. Hier All-Inclusive-Verpflegung. Und Sie kriegen, solange der Vorrat reicht, ein Doppelzimmer Beachfront, ein Upgrade, wert 200 Euro. Und wenn die ausgebucht sind, gibt es ein Doppelzimmer Meerblick. Und jetzt wurden wir dann häufiger gefragt, auch im Service Center, ja, Moment mal, was ist denn der Unterschied zwischen Beachfront und Meerblick? Gut, okay, ein Beachfront-Zimmer hat grundsätzlich immer Meerblick. Aber ein Meerblick-Zimmer muss nicht unbedingt Beachfront sein. Das kann auch in zweiter oder dritter Reihe sein, ist etagenförmig dann im Endeffekt angelegt. Dann haben Sie trotzdem einen traumhaften Meerblick, sind aber nicht in erster Reihe. Deswegen die ganz Zimmer, die jetzt als erstes weggehen, das sind alles Beachfront-Rooms. Und da sind wir mittlerweile extremst gerupft. Wir sind noch nicht mal bei 399 Euro, wir sind mittlerweile bei 479 Euro. Das ist der günstigste Preis. Aber trotzdem, viel mehr Urlaub mit Sonnenklar-TV. Das sind die ganzen Inklusivleistungen, noch extra dazukommen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Sagen wir, schauen Sie uns mal ganz kurz eben an. Unter Wasser sieht die Welt ganz anders aus. Entschleunigt, entspannt, schwerelos. Das sanfte Schwappen der Wellen, das beruhigende Blau, die wunderschönen Farbtupfer der Fische. Einfach ein Fest für alle Sinne. Und das feiern Sie am besten im Taucherparadies Marsalam, in einem überaus sinnlichen Domizil, dem 5-Sterne-Sentido Oriental Dream Resort. Das traumhafte Haus ist im nubischen Stil gebaut, der sich durch Lehmbauten mit sanft geschwungenen Kuppeln und Bögen auszeichnet. Und die traditionelle Einrichtung sorgt dafür, dass Sie durch Ihren Urlaub wie durch einen orientalischen Traum wandeln. Ihre Doppelzimmer werden sowohl durch unser Upgrade auf Meerblick als auch durch das Sentido Duft- und Musikkonzept zum Erlebnis. Am weitläufigen Strand, der direkt vor dem Hotel liegt,
können Sie sich von den Sonnenstrahlen kitzeln lassen. Im gepflegten Garten befinden sich außerdem 4 Swimmingpools und eine Sonnenterrasse. 25% Ermäßigung erwarten Sie im Senses Bar, der zum Haus gehört. Ihr Gaumen wird dank All-Inclusive-Verpflegung 3-mal täglich mit Leckereien vom Buffet sowie zahlreichen Snacks und Getränken bis 24 Uhr verwöhnt. Erleben Sie eine traumhafte Urlaubswoche mit allen Sinnen im 5-Sterne-Sentido Oriental Dream Resort. Ja, aber noch mal ganz kurz eben die Termine, liebe Zuschauer. Februar, März, Sie sehen, im März ist der günstigste Preis. Und dann geht es hoch auf 536 oder 599 Euro dann im Monat Mai-Juni. Und wenn wir auf die nächste Seite blicken, denn Sie können ja bis Oktober die Reise antreten bei uns. Da sehen Sie dann auch den Maximalpreis, der liegt dann im Monat August. Ist so ein bisschen deckungsgleich mit dem, als würden Sie auch in Europa natürlich Ihre schönste Zeit des Jahres verbringen. Das ist halt einfach dann der teuerste Monat. Aber trotzdem, ich meine 677 Euro mit den ganzen Inklusivleistungen. Es ist nicht umsonst eines der meistgebuchten Angebote der vergangenen Woche. 173-414, so lautet die Bestellnummer für das Sentido Oriental Dream Resort. Und wir müssen ein Angebot auf jeden Fall noch mal ganz kurz zeigen, war gestern das meistgebuchte. Auch jetzt schon die meisten Personen, die sich für das Angebot entschieden haben. Liegt zwar nicht auf Platz 1, weil das nach Umsatz geht, aber lass es uns einfach mal Richtung Bayern gehen. Ja, Richtung Bad Bayersäuen. Und da haben wir ein wunderbares Landhaus. Und hier kommt es. Viel Spaß dabei. Nächste Ausfahrt Urlaub. Heute geht's in die Ammergauer Alpen. Die Ferienregion zwischen München, Zugspitze und den Königsschlössern lockt mit bezaubernden Landschaften und Bergpanoramen. Ein Synonym für die beliebte bayerische Postkartenidylle. Und mittendrin erwartet sie eine familiengeführte Unterkunft mit direktem Blick auf einen kleinen See. In ruhiger Lage, rund einen Kilometer vom Zentrum des Moorkurorts Bad Bayersäuen entfernt, begrüßt sie das Landhaus am Säuersee. Ruhe- und Erholungssuchende kommen in dieser Umgebung voll auf ihre Kosten. Das schnuckelige Landhaus hat gerade mal 16 Zimmer. Eines davon haben wir schon für Sie reserviert. Und das Beste, bei Anreise Sonntag bleiben Sie 4 Nächte, zahlen aber nur 3. Kulinarisch bieten wir Ihnen ein Extra. Statt nur Frühstück erhalten Sie von uns das Upgrade auf Halbpension. Freuen Sie sich also auch auf ein leckeres Dreigangmenü am Abend. Und auch kulturell packen wir noch etwas für Sie in dieses Angebot. Den Eintritt samt Führung in das bekannte Schloss Linderhof. Tauchen Sie ein in die Märchenwelt König Ludwigs II. Ebenfalls einen Ausflug wert ist das ca. 18 Kilometer entfernte Kloster Ettal. Gegründet im Jahr 1330 ist die Benediktinerabtei ein beliebter Anziehungspunkt. Übrigens, mit der Gratis-Gästekarte Ammergauer Alpen profitieren Sie von vielen Ermäßigungen und können so die Umgebung Ihres Hotels erkunden. Zum Beispiel auf geführten Wanderungen. Das ist sie, Ihre Auszeit in den Ammergauer Alpen. Die letzten 66 Zimmer, liebe Zuschauer, bis heute Abend 24 Uhr buchbar. 4 Nächte reisen, 3 Nächte zahlen im Landhaus am Säuersee. Ich finde das schön, dass einfach so was Gediegenes, so was Kleines, so was Schnuckeliges mit gerade mal 16 Zimmern immer noch auch einen Weg bei uns in die Sendung findet, bei diesen ganzen Luxusreisen, bei den ganzen Topreisen. Und wir kommen ja jetzt gleich auch schon wieder zum neuen Angebot der Woche. Da werden Sie sehen, ich meine, da ist schon ein massiver Unterschied. Aber das meistgebuchte Angebot des gestrigen, des heutigen Tages. Und wie gesagt, wenn es nicht um Umsatz ging, sondern um Anzahl der Buchungen, wäre das mit großem Abstand auf Platz Nummer 1. Halbpensionsupgrade, Eintritt ins Schloss Linderhof, WLAN inklusive, weil da haben sie wirklich alles reingepasst, was geht. 173-245, so lautet die Bestellnummer. So, und es geht jetzt auf die MSC Fantasia, unser neues Angebot der Woche. Und es geht in eine Region, wo jeder Kreuzfahrturlauber sagt, das muss man einfach mal gemacht haben. Es ist fast schon Pflichtprogramm. Es ist aber auch grundsätzlich immer eine der teuersten, eine der kostspieligsten Kreuzfahrten innerhalb Europas.
Dafür gibt es einen ganz, ganz wesentlichen Grund. Die Grundkosten sind wesentlich höher. Das heißt also zum Beispiel, Slots überhaupt, die Hafengebühren dort anlegen zu können. Die Beschaffung natürlich auch, weil sehr, sehr viel in Norwegen zum Beispiel auch eingekauft wird. Ob es jetzt nun Fisch ist, ob es das Gemüse ist oder sonstiges. Und das sind natürlich immense Kosten. Und das ist der Grund, warum hier tatsächlich die Preise immer höher liegen als zum Beispiel bei einer Kreuzfahrt ins westliche Mittelmeer. So, Sie haben hier eine Balkonkabine mit im Preis enthalten. Ja, und das ist ja schon mal genial. Gucken Sie sich die Reisezeit an. Mai bis August, die absolute High-High-High-Season ist das. Und Mai bis August sitzen Sie schön in trauter Zweisamkeit, romantisch pur, auf Ihrem Balkon, sehen, wie die Fjordwände wirklich an Ihnen vorbeizischen. Ja, und also wirklich zum Greifen. Na, bleibt ruhig drin, macht was immer ihr machen möchtet. Ich wollte noch mal ganz kurz eben gucken, ist das schon essbar? Da, nein. Ich dachte, es müssen noch ein paar Gewürze sein. Komm, ich probiere trotzdem mal ganz kurz, damit ich so ein Vor- und Nachher habe. Ja, liebe Zuschauer, haben wir keinen Göffel? Haben wir keinen Göffel? Ja, mal ganz kurz. Darf ich mal einmal ganz kurz? Ja, ist es lecker? Oh, ja. Gut, dass ich heute keinen mehr knutschen muss. Ja. Also mein Knoblauch drin. Da ist Knoblauch drin, aber... Heide Witzka, Kapitän, da stellt sich aber gleich mal ganz kurz der Fußball auf. Aber lecker ist das. Lecker. Heiß, aber gut. Herr Gattmann, mit was heißen Sie hier? Bisschen abgekühlt. 1.199 Euro. Wie gesagt, Balkonkabinen-Special sowieso. Da unten sehen Sie die Termine eingeblendet. 13.05., 27.05., 8.07., 5.08. und 19.08. Und das Premium-All-Inclusive-Getränkepaket ist ebenfalls im Preis enthalten. Das ist vielleicht jetzt nicht so hier, ne? Das, was wir... Was haben wir denn da? Ein Apfelsäftchen. Oh, ich dachte gerade, könnte ich mal irgendwie beim Bierchen nippen. Eine reichhaltige Auswahl an alkoholischen, alkoholfreien Getränken, breite Auswahl an Drinks und Cocktails, spezielle Auswahl offener Weine, glasweise Fassbier gibt es dazu, große Auswahl an Softdrinks, Mineralwasser, Fruchtsäften, klassischen Heißgetränken und Eis zum Mitnehmen in der Waffel oder im Becher gibt es ebenfalls. Und das 24 Stunden. Das heißt also, Sie sind irgendwo in Norwegen in den Fjorden unterwegs und haben keinerlei Nebenkosten mehr, es sei denn, Sie wollen den einen oder anderen Ausflug natürlich mit dazu buchen. Das darf ich aber jetzt probieren, oder? Darf ich da jetzt mal? Nein. Bist du jetzt soweit? Ich esse doch auch immer den Teig zu Hause. Darf ich da mal? Guck mal hier, so lecker, lecker. Hier mal, also das ist noch heiß jetzt. Schau mal, heiß. Ich hoffe, da ist. Heiß. Ich glaube, wenn ich das jetzt esse, kann ich heute definitiv nicht mehr reden. Aber weil es ist ein bisschen heiß. Ich hab's noch nie probiert. Aber lecker. Na, ich meine, dann. Super. Mach doch mal einen Film an, bitte. Mach mal einen Film. Herzlich willkommen auf der MSC Fantasia. Ein Schiff, das Ihnen einen fantastischen Urlaub verspricht. Voller Glanz und Wärme. Entspannen Sie auf dem großen Sonnendeck mit vielen Rückzugsmöglichkeiten oder in einem der Whirlpools im lichtdurchfluteten Innenbereich. Lassen Sie sich begeistern vom Atrium mit seinen gläsernen Aufzügen und den glitzernden Swarovski-Steinen. Schlafen Sie in Kabinen mit elegantem Design und wunderbarer Behaglichkeit. Lassen Sie sich im original balinesischen Spa verwöhnen und wählen Sie aus bis zu 20 verschiedenen Massagen Ihren Favoriten. Frönen Sie dem Dolce Vita unter dem funkelnden Lichterhimmel der aus Stein gebauten Piazza. Genießen Sie am Abend die Kulinarik in einem der 6 Restaurants. Staunen Sie im 3-stöckigen Theater über Shows im Broadway-Stil. Oder lauschen Sie großartiger Live-Musik in einer von 21 Bars und Lounges. Die MSC Fantasia. Lassen Sie Ihrer Urlaubsfantasie Flügel wachsen. Die norwegischen Fjorde. Einmalige Naturwunder und eine der schönsten Kreuzfahrtrouten der Welt. Lernen Sie die faszinierende Landschaft Nordeuropas mit der MSC Fantasia kennen. Von Kiel aus steuert der Kapitän als erstes Kopenhagen an, wo die kleine Meerjungfrau das Empfangskomitee für alle Seefahrer ist. Typisch hanseatisch zeigt sich Kopenhagen vor allem im alten Hafenviertel Nyhavn.
Einen Besuch wert ist auch das Königliche Schloss oder der Vergnügungspark Tivoli. Auf die quirlige Hafenstadt folgt das Kontrastprogramm der Fjorde. Der beeindruckendste und wohl schönste Fjord Norwegens liegt zwischen Hellesylt und Geiranger. Ein Meisterstück der Natur, das jeden in Staunen versetzt. 17 Kilometer schlängelt sich das Wasser vorbei an moosbedeckten Felshängen ins Landesinnere. Am Sognefjord, dem längsten Fjord Norwegens, liegt ihr nächstes Ziel, Flam, das aufgrund seiner legendären Eisenbahn bekannt ist. Bis zu 1000 Höhenmeter erreicht sie auf der atemberaubenden Panoramafahrt durch die Bergwelt. Ihre letzte Station bringt sie von der Ruhe der Fjorde in die viertgrößte Stadt Norwegens, nach Stavanger. 2008 zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt. Rund um den Hafen finden sich viele gemütliche Cafés. Oder sie verweilen in farbenfroher Kulisse in der Øvre Holmegaard, vielleicht die bunteste Straße ganz Norwegens. Die typisch weißen Norwegerhäuser findet man im historischen Teil der Stadt. Die meisten der mehr als 170 Holzbauten stammen noch aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Wenn Sie nach einer Woche wieder Kiel erreichen, werden Ihre Erzählungen vor allem von den Worten romantisch, spektakulär oder einfach nur atemberaubend geprägt sein. So, gucken wir mal, lass uns eben den Preisvergleich an. 7 Nächte Balkonkabine, Vollpension, 2 Erwachsene am 5. August, absolute Hochsaison. Ja, wäre bei Direktbuchung bei MSC und über MSC 2.898 Euro. Ja, wenn Sie es vergleichen jetzt zum Beispiel mit uns, jetzt gerade als Angebot der Woche, liegen Sie bei 2.758 Euro. Jetzt können wir natürlich sagen, juppie, 440 Euro gespart für 2 Personen, das ist nett, aber das Premium All-Inclusive Getränkepaket in einem Wert, und auch den Begriff Wert finde ich hier ein bisschen deplatziert, wäre eigentlich der Preis von 364 Euro, denn der Wert ist wesentlich höher, wenn Sie schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. Man ist ja auch mehr ein bisschen durstig von der salzigen Luft, ne? Da schmeckt das Getränk ja auch so lecker. 173-642, so lautet die Bestellnummer. So, und jetzt ist es ist fertig, es ist angerichtet. Ozapft ist, guck mal hier. So, das ist ja, Vorsicht, jetzt malträtier dich hier nicht mit dem Pürierstab. Sonst ja, mit Kabeln und so, da habe ich es. Wieder so, sonst. Allora, ich so. Mach das mal hier. Oh, guck mal hier, und mit aber in diese Schuhe. Ach, du hast das schon angerichtet. Ja, guck doch mal, ist das nicht schön? Ist das nicht lecker? Schau mal, wie das aussieht. Ich hätte es aber anders gemacht. Du hast es anders gemacht? Ja. Ja, komm, dann kannst du umstylen, ne? Nein, aber trotzdem, mach aber mal. Aber sieht das nicht toll aber aus? Aber das sieht lecker aus. Guck mal, das habe ich extra für dich hier. Hast du extra? Mit Litschis. Mit Kumquats. Kumquats und alles, was dazu gehört. Ja, nicht zu verwechseln mit dem kleinen Wombat, mit dem possierlichen. Ich hoffe, das schmeckt dir. Ich habe vorhin schon genascht. Also insofern, das schmeckt total lecker. Und das ist echt, das ist zwar aufwendig, aber einfach. Ja, ne? Es ist einfach, aber es ist aufwendig eben halt. Ne? Also da brauchst du schon... Es riecht nicht verbrannt. Wo ist hier was verbrannt? Mund habe ich mich verbrannt. Also, ja, stimmt. Wohin? Aber meine Geschmacksknospen sind noch Pfanne. Total ausgeprägt. Bei 100 Grad, dann nimmt man doch nicht aus der Pfanne da. Das ist doch Wahnsinn. Na, sag mal. Ja, komm, ich lasse dich in Ruhe. Dann kann ich dir noch ein bisschen... Naja, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du hier gewesen bist. Gern geschehen. Danke, dass du mich bekocht hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ja, magst du mich jetzt trotzdem nach Knoblauch drücken? Komm, oh, mein Herz. Doch auch. Ja, das ist in Ordnung. Stinkt doch auch. Guck mal, wenn beide essen. Das, ja, das ist doch. Knoblauch ist doch nicht stinke. Das ist doch einfach. Das ist gesund. Innen kommender Geruch. Ne? Das ist ja Wahnsinn. So, liebe Zuschauer, wie gesagt, ich stecke mir noch mal hier so ein Gäbelchen rein. 1199 Euro Balkonkabinen-Special mit dem Premium All-Inclusive-Paket. Ich meine, Hm? 173-647, das ist die Bestellnummer. So. Und Werbung.